So macht er. Hallo, hallo, ihr Lieben. Ein bisschen anders, ein bisschen eher dieses Mal, ein bisschen früher. Aber aus dem, ich muss in die Kamera gucken, aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir wollen ein bisschen mehr Wohllaus on Tour machen. Wir wollen ein bisschen mehr live streamen. Und da haben wir ein paar Sachen ausprobiert. Ihr wisst ja, dass ich, also Marina, der Esel nennt sich immer zuerst, dass meine Tochter, also unsere Marina und ich auf Amrum waren, Woolhouse on Tour, zum Stricktreff, ein Strickurlaub auf Amrum. Da hatte die liebe Gabi Düser das organisiert und wir wurden da eingeladen, dorthin zu kommen. Ich sehe schon, dass ganz, ganz viele da sind. Das freut uns wirklich sehr. Freut mich ganz besonders, gerade weil wir so früh sind. Ich sitze hier mit meinem neuesten Lieblingspullover und meinem neuesten Lieblingsmütze. Ich lasse es erstmal auf, weil ich wollte da gleich was zu erzählen. Ich würde Goldstück bitten, diesen kleinen weißen Streifen daneben zu, damit ich sehen kann, wie viele dabei sind. Und wenn irgendwelche Fragen sind, da hattest du sonst links, ne, wenn du das machen würdest. Weil wir jetzt live, tatsächlich live sind mit unserem ganzen Computer. Und meine, also es ist nicht sehr professionell, muss ich wirklich sagen, weil die Bilder sind nicht professionell, was wir zeigen. Es ist aber alles, was wir, also eine Reise von hier Amrum, von Amrum wieder nach Hause, die Fotos, die ich gemacht habe, kleine Filmchen, die wir gemacht haben. Und da habe ich so eine kleine, ich nehme euch mit. Wir wollen das verbessern, die Filme, die wir machen und die Bilder, die wir machen. Aber das ist jetzt wirklich das halb so früh. Wir wollen das einmal testen. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 Stunden gesessen und das alles eingefügt und gemacht und getan. Also, ich hoffe, ihr habt Lust, mit uns zu gehen. Ich habe auch immer zwischendurch ein paar Wissenswertes über Husum, über Amrum und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bin selten nervös, aber heute schon. Also ich würde mit euch tatsächlich jetzt anfangen und immer zwischendurch ein bisschen was zu erzählen. Ich muss hier gerade ein bisschen was an die Seite raken, weil ich habe mir natürlich alles hier aufgeschrieben in meine Worte. Also würde ich sagen, wir legen los, Jörg. Also Marina und ich. Ich werde immer zwischendurch mein Göttergatte sagen, jetzt Bild bitte einfügen, jetzt Bild bitte einfügen. Irgendwann werde ich das selber hier in der Hand haben mit so einer Maschine. Momentan ist es aber so, dass er es noch für mich einfügt. Während ich das jetzt mache, kann ich natürlich nicht lesen, wer alle da ist. Momentan sehe ich Hanna, Birgit, Iris, Claudia, Petra, Irina, Gabriele, Sandra und so weiter und so fort. Aber während ich gleich hier auf meinen Text lese, werde ich das nicht hinkriegen. Ich muss in die Kamera gucken. Sonst habe ich mein Handy, wo ich reingucken kann. Und jetzt ist die Kamera. Also, ich erzähle euch erst. Marina und ich sind um 10 Uhr morgens losgefahren auf dem Weg nach Amrum. Erst Husum, weil da ist die Fähre. Wir sind losgefahren, da sagt Marina, Mama, mach aber bitte zwischendurch ein paar Filme, ne? Dann können wir das schön für alle dann zeigen. Ich sage, ja, was muss ich machen? Und sie erzählt mir auch alles, was ich machen muss. Und dann gab es einen kleinen Film, ich sollte die Kamera aus dem Fenster halten und einfach laufen lassen. Das wäre normalerweise so ein paar Minuten. So, Bild 1, Jörg. Und ihr könnt sehen, was ich gemacht habe. Ich dusselige Kuh. Das war's. Marina lachte sich kaputt, nachdem ich es ihr gezeigt habe. Ich hatte natürlich auch hier Schnelldurchlauf und hätte dann so 10 Minuten filmen müssen, um eine Minute, ja, habe ich nicht. Also das war dusselige Nicola. Wir sind dann gefahren. Ich habe dann weiter gestrickt in der Zeit. Fritzis Mütze. Da habe ich gedacht, okay, ich zeige mal meinen Göttergatte und unsere Familie, wie weit wir sind, und habe den Navi fotografiert. Ich habe da eine auf den Deckel gekriegt, aber richtig. Könnt ihr euch vorstellen, warum?
Mein Sohn, mein Mann, Marinas Mann, schrieb zurück: Bah, ist das dreckig, pfui Deubel. Und die haben recht. So, wie es jetzt hier aussieht, haben wir noch 71 Kilometer bis Hamburg. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon durch den Elbtunnel durchgefahren bin oder ob wir noch durch den Elbtunnel fahren müssen. Wusstet ihr eigentlich, dass der Elbtunnel in 1911 gebaut wurde und 4 Jahre gebraucht hat, bis es gebaut wurde? Also, für mich ist der Elbtunnel ein absoluter Horror. A, das Wasser über mich ist. B, diese flackernde Lichter. Bild kannst du wegmachen, Jörg. Ja. Bild kannst du wegmachen, Jörg, habe ich gesagt, und nicht das nächste Bild. Sag ja, wenn Männer nicht hören. Wir haben das alles geübt. Wir haben schon einmal den kompletten Film durchgemacht. Es hat geklappt. Naja, auf jeden Fall, Elbtunnel ist für mich absoluter Panik. Ich muss da meine Augen zumachen. Deshalb könnte ich nicht wirklich auf die Fähre nach England unters Wasser, also nicht die Fähre, ne? Auf diesem Schiff da, ne, Auto unterm Wasser, das könnte ich nicht. Also, deshalb sage ich, das nächste Bild, was jetzt kommt, was du jetzt reinmachen kannst, Jörg. Ja. Ja, jetzt darfst Ja. du. Ja. Habe ich fotografiert. So, alle Leute, die das wissen, habe ich das fotografiert vor den Elbtunnel oder nach dem Elbtunnel? Bild weg. So, vielleicht könnt ihr mir das in, ne, in die Kommentare schreiben. Ich sehe gerade, die liebe Susanne ist auch da. Die liebe Lulu wollte ich gerade sagen, die liebe Susanne ist im Moment, glaube ich, in ein bisschen Stress. Sie hat eine Lesereise. Aber so wie ich das aussieht, Susanne hat einen ganz tollen Facebook-Auftritt und Instagram und auch YouTube, Susanne Oswald, der kleine Strickladen. Und da hat sie auch ganz, ganz viele Fotos. Und ich habe gesehen, sie war, so wie ich das gesehen habe, glaube ich, das war in die DEZ, also den Dez. Wenn ich mich täusche, Susanne, bitte schreib. Aber ich weiß, dass das schaut so aus wie ein ECE. Und ich habe dir auch vorhin geschrieben, Susanne und ich haben uns wirklich persönlich kennengelernt. Da ist sie zu uns gekommen ins Werrepark und hat eine Lesung gemacht aus ihrem Inselglück, das erste Inselglück. Das war so schön. Und ich bin so glücklich für sie, dass so viele Leute zu ihren Lesungen jetzt kommen, bei Thalia und so weiter und so fort. Und ich finde das richtig, richtig klasse. Vor den Elbtunnel sehe ich gerade. Danke, danke. Wie gesagt, ich bin absolut, ich kann Filme, ne, mit meiner kleinen Kamera, mein Handy, kann ich schön machen. Und wenn Marina sagt, mach das, und dann kann ich gar nichts. Absolut furchtbar. Wie gesagt, 1911, ganz schön lange. Ich hoffe, das hält noch. Und Susanne oder irgendwer schrieb: Der Stau, wir hatten richtig, richtig Glück. Wir hatten keinen Stau. Wir sind super durchgekommen und sind angekommen in Husum und haben gedacht, okay, erstmal schnell zum Hotel, alle Koffer wegbringen und dann, wir wollten erst was essen, was trinken, zumindest Kuchen. Wir sind ins Altstadt, das ist der Altstadt von Husum. Susanne, du müsstest mich dann Elbepark Dresden, okay. Susanne müsste mich bitte korrigieren. Ich glaube, der Künstlercafé ist in der Altstadt und es war wirklich absoluter Wahnsinn. Die haben eine französische Ambiente, so angehaucht französisch. Überall waren Hortensien, Kuchen da, war ein absoluter, absoluter Wahnsinn. Also, Husum ist auch bekannt für Künstler und Ateliers. Unter anderem gibt es da Schmuck und Design, also Schmuckdesign, nordfriesische Metallkunst, Kunst und Kinder, Töpfer, Töpfereien, Holzhandwerk und eine ganz, ganz tolle Influencerin habe ich gefunden für euch. Und ich werde das später, nachdem das alles hier vorbei ist, werde ich das alles verlinken für euch. Das ist die Förde Fräulein. Sie ist bei Instagram und Facebook. Lasst ihr da gerne einen Gruß von Facebook, wenn ihr von Bullhaus bei Facebook, wenn ihr sie dort besucht. Und sie hat richtig, richtig, richtig tolle Berichte über Husum, über bestimmte, über Nebel, kleines Örtchen auf Husum.
Richtig, richtig toll. Sie heißt Förde Fräulein. Auf am Rum. Oh, Klugscheißer mag doch keiner, oder? Bitte? Nebel ist auf am Rum. Nebel ist auf am Rum. Im Nebel. Okay, auf in als und wie. Das mit 2 S, das mit 1 S, die, der und das. Großschreiben, Kleinschreiben ist nicht so meins, also verzeiht mir bitte. Also. Was habe ich gemacht? Okay. Auf jeden Fall für Förde, Förde Fräulein. Ich habe da heute, wie gesagt, rumgestöbert. Richtig, richtig toll. Husum ist übrigens auch bekannt. Ich habe auch, wusste ich nicht, Theodor Storm, der Dichter, ist dort geboren. 1817 gestorben, 1888. Also hier ist richtig für die Schule heute. Sein letztes Werk war der Schimmelreiter. 1988 ist es erschienen. Es ist natürlich auch für die Krabbenfischerei bekannt. Ich kann da gerade eine kleine Anekdote. Ich bin mit meiner Schulklasse in der 7. Klasse nach Wangerooge gefahren. Yes, please, aber nur Wasser, nichts Alkoholisches. Kein Gin Tonic, kein Wein, nur Wasser bitte. Auf jeden Fall bin ich nach Wangerooge. Da gibt es einen traumhaften Leuchtturm. Das war ein Schullandheim und mein Cousin war mit. Das war ein heißer Typ. Und alle Mädchen wollten meine Freundin sein, aber ich bin Engländerin, das war schon damals was Besonderes. Ich war verwandt mit diesem besagten Jörg, der hieß auch Jörg. Und alle Mädchen waren verliebt in meinen Jörg, mein Cousin. Und alle wollten meine Freundin sein. Und der Jörg war so ein kleiner Däubel. Und er ist nachts immer aus dem Fenster gestiegen. Alles war abgeschlossen. Also, ne, eigentlich konnte sie nicht. Aber der hat einen Weg gefunden, mit der Zahnbürste diese Fenster aufzumachen. Es war ein bestimmtes Zimmer, wo es ging. Dann ist er in diesen Zimmer gegangen und mit 3, 4 anderen Jungs und Mädels aus dem Fenster gestiegen und ab zum Strand. Eine Flasche Bier, besoffen wie nix, ne? In dem Alter kannst du nichts ab. Dann ist er erwischt worden oder die sind erwischt worden. Dann hat es richtig, richtig Ärger gegeben. Und die Lehrerin hat gesagt, Jörgs Mutter oder Eltern müssten ihn abholen, weil der war der Anführer oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich dafür gesorgt, habe ich mich vor alles war eine große, der Herr so und so, der geht jetzt nach Hause, der wird nach Hause, der wird abgeholt. Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, wenn der geht, gehe ich auch. Und dann ist meine Freundin so richtig filmreif war das. Und wenn Jörg geht, gehe ich auch. Und dann ist meine Freundin aufgestanden. Wenn Nikola geht, gehe ich auch. Und zuletzt haben von, ich sag mal, 3 Klassen, 2,5, Dankeschön, 2,5 Klassen sind dann aufgestanden und haben gesagt, wenn die gehen, dann gehen wir alle. Dann wollen wir alle nach Hause. Wir machen nichts mehr mit. Wir sind da so im Streik. Und dann durfte er bleiben. Hat mich trotzdem verarscht nach der Zeit. Das war ein Däubel. Ein richtiger Däubel war das, wirklich. Aber ein hübscher Däubel. Wirklich hübsch. Ja, Kurt war hübsch. Ah, ich soll nicht Namen sagen. Ah. Der Ortsname, wenn ich schon so bei bin, der Ortsname Husum stammt, das erste Mal wurde es erwähnt, 1409. Und das Wort, das wurde abgeleitet von das Wort Hus. Was wir wissen, das ist Haus in Englisch hört sich ja auch so an, aber das damals bedeutete es so viel wie Siedlung. Auf Husum ist ein Stormmuseum, Krabbenkutter, die man am Museum Husums Schloss, die haben wir gesehen, dumme Kuh, auch keine Fotos gemacht, Schiffsfahrt- und Frieslandmuseum. Am Rum. Aber da kommen wir gleich zu. Da sind auch richtig, richtig schöne kleine Geschichten, was man da erzählen kann. Auf jeden Fall, wir sind angekommen und sind ins Altstadt, also ins Künstlercafé gegangen in der Altstadt. Jetzt kannst du Bild Nummer 1 machen. Bild Nummer 1 vom. Oh mein Gott, ehrlich. Ich mache es doch sonst. Das ist die Speisekarte. Ich habe tatsächlich nicht viele Fotos gemacht. Das
Jörg lacht. Warum lachst du so? Du hattest Kopfhörer auf. Warum hörst du Musik nebenbei oder was? Nee, ich lausche der Stimme, ob ich auch ankomme. Ah. Im Internet. Ah. Auf jeden Fall, es ist richtig, richtig schön. Die Speisekarte alleine hat, es war einfach heimelig. Jede Tasse, Bild 2 bitte. Auf hier. Auf jeden Tisch gab es wirklich Hortensien und ihr könnt diesen Milchkännchen und das war auch auf dem Tisch, das stand da sowieso und ich habe ein ganz anderes Gedeck als meine Tochter bekommen. Alle haben andere Tassen, andere Teller, wirklich sowas, sowas von schön. Man hat sich dort richtig, richtig wohlgefühlt. Wir sind dann nach dem Kaffee und super Kuchen sind wir dann durch Husum gegangen und ich, Bild kannst du wegmachen. Bild kannst du wegmachen. Und ich, dusselige Kuh, hab von zu Hause weder Jacke noch Tuch noch Kopf und es war windig. Es war zwar herrliches Wetter, aber windig. Hat nichts mit. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe klitzekleine Tasche nur mit einem Schlüppi, ein paar Socken. Noch eine andere Hose, zwei Oberteile und mehr hatte ich nicht, weil wir wollten übernachten. Haben wir eingekauft, haben dann nochmal einen Tee getrunken und da habe ich Möwenwilli gesehen. Das ist Bild 3. Möwenwilli ist ein alten Tucker. Ich, wenn ihr wisst, was ein Tucker ist, auch gerne schreiben. Ich denke, dass das ein Boot ist, was ein großes Schiff rauszieht. Möwenwilli ist auf jeden Fall, da sind auf diesem kleinen Boot, da macht er Hafenrundfahrte und da passen 15 Leute drauf. Wir sind am Überlegen, tatsächlich, Marina sagt, Mama, das machen wir, aber wir machen nicht in Amrum, sondern Husum nehmen wir und machen einen Strickurlaub. Finde ich super. Auf jeden Fall 15 Leute passen da drauf. Und Möwenwilli ist, der heißt, der, ne, der Mann, der da mit Kappe und so, ne, mit Blau und Mütze, der Kapitän, der heißt Wolfgang Loy. Und er hat ein Kinderbuch geschrieben, der Möwe Willi. Gibt es bei Amazon, auch das verlinke ich euch. Das muss ich mir alles aufschreiben, was ich verlinken will. Einen Moment, ich muss meinen Blog gerade holen. Was ich noch alles verlinken will. Möwenwilli, auf jeden Fall. Es war so schön anzusehen. Die Bild kann weg. Yes. Das ist einfach ein alter Kutter. Einfach ein alten Kutter. Aber alle Husumer kannten ihn. Die waren alle am Winken. Noch einmal Silvana, das sehe ich gerade. Ja, das ist keine neue Brille, aber das ist eine Brille nur vom Computer, damit ich besser lesen kann. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut lesen kann mit dieser Brille. Aber das Ding ist, wenn ich weiter weg gucke und da was machen, wo es mir schlecht war, ist alles schwimmerig wird. Deshalb wirklich nur jetzt. Und ja, das ist mein neuer Pullover, das hat Bianca mir gemacht. Das ist, verlinke ich euch auch. Das ist gehäkelt in, sie hat gesagt, 1,5 Tage. Also wir sagen, 12 Stunden war es gehäkelt. So. Auf jeden Fall diesen Kinderbuch von Möwenwilli gibt es bei Amazon und das scheint richtig, richtig niedliches, tolles Buch zu sein. Wir waren verabredet mit Susanne Auswald, mit Bernd und Susanne Auswald. Man sagt einfach nur Susanne Auswald, aber Bernd und Susanne sind wie Patt und Patterchen, Bonnie und Clyde, ne, die gehören zusammen. Wie, ne? Hab keine Fotos gemacht. Wir haben Chinesisch gegessen, war super lecker und wir haben keine Fotos gemacht. Weder wir noch Susanne. Also das war auch so ein Ding. Wir haben dann eingekauft. Ich habe mir einen dicken Schal gekauft und warme Socken, weil ich hatte keine Socken mit. Ich hatte keine Socken an und habe keine Socken mit. Schlüppi, das war alles. Und Zahnbürste. Ich wusste, ich brauche keine Schminke mitnehmen, weil meine Tochter nimmt immer alles mit. Also konnte ich das von ihr nehmen. Ich hasse Kofferpacken. Auf jeden Fall sind wir dann ins Hotel gekommen. Bild 1, Hotel gekommen. Da könnt ihr meinen Einkauf sehen. Aber
alles natürlich in Pink. Und guck mal, wisst ihr, was das Schwarze ist? Das Schwarze ist ein BH. Ich lüge, guck mal, ich hatte doch, nein, ich hatte ein paar weiße Socken mit, das stimmt. Auf jeden Fall, dieser Teppich, es war so ein schönes Zimmer. Ich werde euch mit dem Hotel verlinken, da könnt ihr auch alle Bilder sehen, wie die Zimmer waren. Es waren so kleine Apartments, wir waren unten direkt an der, ebenerdig, und da waren kleine Apartments, wo es war ein Doppelzimmer, ich hatte ein Einzelzimmer, da war ein Tisch und ein kleiner Stuhl, es war alles wirklich so lieblich, liebenswert gemacht, richtig klasse, Bild 2, und das Wichtigste, was ich dort fotografiert habe, ja, das war wohl Schafe. Bild weg. Man kann nicht alles haben, genau, man kann nicht alles haben. Bild weg, danke schön. Das Beste an diesem Hotel war allerdings der Frühstück. Das haben wir fotografiert, das haben wir wirklich fotografiert. Und meine Lieblinge sind diese Brezel. Laugenbrötchen, das sind so absolut mein Liebling. Das war richtig klasse und es war so gemütlich, richtig, richtig schön. Susanne, klink du dich aus? Ich kann es ja später noch gucken, wenn du Lust hast. Hast du heute noch ein? Nee, heute hast du höchstwahrscheinlich keine Lesung. Dann schreibt, Susanne ist so fleißig am Schreiben, Bild kann weg, Frühstück, weil ich hab echt Hunger. Ich würde jetzt auch suchen, das würde ich auch gerne jetzt essen. Auf jeden Fall, das war super. Den nächsten Morgen, das war der nächste Morgen, und jetzt sage ich euch, warum ich nicht groß fotografiert habe. Wir sind dann ins Auto gestiegen und mussten zur Fähre. Bild 1, das war, ich habe gedacht, ei, ei, ei. Bild 2. Wir sind dann Richtung Fähre gefahren. Es war grau in grau und hat wirklich so abgelassen. Bild 3. Wir sind da an der Fähre angekommen. Bild 4. Da habe ich zu Marina gesagt, ich will nach Hause. Ich fahre nicht. Dass es zu Hause ist es sonnig und super schön und hier, ich will da nicht hin, es gießt bestimmt in Ström. Ich habe mich getäuscht, aber das zeige ich euch gleich. Auf der Fähre, und zwar, wir sind auf der Fähre, wie hieß die nochmal, Jörg? Adler Express. Und das war richtig klasse. Wusstet ihr, das erzähle ich euch gleich, Bild, den letzten Bild bitte. Das habe ich als erstes getrunken. Eine heiße Tasse Tee. Nee, leider war kein Rum. Die hatten auch Rum, aber das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, wie diese Seefahrt werden würde. Kannst du wegmachen wieder? Ich wusste nicht, wie diese Seefahrt werden würde. Und ich habe gedacht, nicht, dass du eine Tüte brauchst, ne? So Mr. Bean, wenn er im Flugzeug ist. Und, nein, das kann ich jetzt nicht erzählen. Das würde zu weit herholen. Auf jeden Fall. Darjeeling mag ich eigentlich nicht so gerne, aber das war recht lecker. Und die Reise nach Amrum begann. Heutzutage dauert die Fähre 2 Stunden. Ich möchte nicht wissen, wie lange es gedauert hat im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert. Amrum gehörte bis 1800, das wusste ich auch nicht, Amrum gehörte bis 1864 zum Königreich Dänemark. Es hatte 3 Dörfer mit 150 Häusern und ca. 600 Menschen nur. Heute leben auf Amrum laut Wikipedia 2500. Amrum werde ich auf jeden Fall, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte gerne da ein paar Tage Urlaub machen. Es ist wirklich wunderschön, bis ich gehört habe, wie viele Touristen da in ein Jahr hinfahren. Ich wette mal, ich habe 1,2 Millionen im Jahr. Habe ich gedacht, kann nicht sein. Aber ich habe mehrere Quellen nachgeguckt und das soll wohl so sein.
Auf Amrum lebte Hans-Jörg Felmy. Ich glaube, der war ein Tatortkommissar. Und Katja Epstein hatte da auch ein Haus, aber das ist wohl jetzt verkauft. Und vor 40 Jahren wurde das Film Nesthäkchen dort gedreht. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr über Amrum zu wissen. Aber das sind so die Sachen, was ich jetzt für euch rausgesucht habe. Wir sitzen also auf diese Fähre. Ich habe mein Fritzmützchen mit und Marina hat angefangen zu häkeln. Und da kommen drei Filme jetzt hintereinander und ich kann euch sagen, wir haben diese ganze Fähre unterhalten. Übrigens, die Fährefrau, die da Kaffee und Tee verkauft hat, die war so super lieb. Sie hat gesagt, sie kam zu uns hin, was strickst du und bla bla bla. Sage ich, ja, wir fahren da und da hin zum Stricktreff und dann fahren wir zu einem Wollgeschäft. Sagst du, könnte mir gefallen tun, könnte mir Wolle mitbringen. Dann haben wir ihr sogar noch Wolle mitgenommen. Schaut euch diese Filme von Marina an und ihre Anfänge vom Häkeln. Was ist jetzt die nächste Masche? Immer durch die hintere Masche. Die hast du aber verkrubbelt. Ich habe nichts verkrubbelt. Du bist auch verkrubbelt. Ja, lass Leute ruhig sehen, dass ich ein Untalentiertes. Ach, die hier ist es. Guck mal, das war gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Ja, ist doch schwer. Ich möchte doch nicht mehr weitermachen. Nee, ich möchte es nicht. Es macht mir auch einfach keinen Spaß. Ach, es hat geklappt. Durch zwei. Vielleicht kannst du jetzt erklären, was du gemacht hast. Auf gar keinen Fall. Wie viele Luftmaschen, haben wir aufgenommen? 98. Weiß ich nicht. 9 Luftmaschen aufnehmen. Was muss ich jetzt machen? Meine Arbeit drehen. Deine Arbeit drehen. Und wenn ich das jetzt rausmache, ist das nicht weg? Ist nicht weg. Drehen. Drehen. Mhm. Eine Steigeluftmasche, nur eine. Und dann wieder in die hintere Arschbacken. Ja. So, und wieder in die hintere. So. Ja, aber das ist voll locker. Das ist das erste gehäkelte. Die mache ich für dich, ist das nicht schön? Das ist schön. Die erste mache ich für dich. Die trage ich dann auch mit Stolz. Ja, sicher. Dann verlierst du sie aus Versehen auf der Schifffahrt. Nein. Ich schon komm. Muss ich jetzt hier rein? Ich habe hier so Löcher. Ich gucke gleich. Mal. Nein. Das Wort ich kann das nicht, haben wir immer gesagt, gibt es nicht. Man kann alles, wenn man will. Das steht im Wortschatz, im Duden. Soll ich sie nachrecherchieren? Wir werden, wie gesagt, wenn das soweit ist, du nimmst für dich das nächste Mal einfach eine kleinere Nadel. Ja, eine Mikado-Nadel nehme ich. Und dann spiele ich einfach Mikado. So, durch zwei. Guck und mal, jetzt? Jetzt habe ich's drauf. Ja. Und jetzt? Jetzt geht es wieder nicht, weil hier hinten ist alles immer gut. Zu eng. Wie viele Maschen hast du? Wie viele Vs hast du? Weiß ich nicht. Hier muss ich noch. Und jetzt muss ich noch. Ich komme nicht in diese beschissene letzte Masche. Ich komme nicht ins Loch gesagt. Nicht meine Aufgabe. Wie hast du gemacht, weißt du? Ein bisschen fester gewesen. Durch zwei. Mach sofort deine Steige mal. Ist richtig, sah es richtig. Wie viel nochmal? 9. Aber ich habe nur 8. Das jetzt hast du 9. Achso, das ist aber doch keine, das ist doch kein. Ja, aber wir nennen, du hast aber einen V. Ja, jetzt bin ich Profi. Jetzt nur noch 4,5 Wochen, dann habe ich es. Was häkelst du? Taschentuch.
Taschentuch. Sieht man doch. Hintere Masche. Ja, ja. Guck mal, ich kann das jetzt schon. Besser als eben. In 3 Wochen kannst du mich hier wieder abholen, mich fertig. Mit das Bündchen. Ja. War das durch 2 oder durch 3? Ich gar nichts an, was das war. Ich hoffe, ihr hattet hier Ton überhaupt. Also das war, sie hat auf jeden Fall diese Mütze fertig bekommen und hat jetzt eine Kürbis gehäkelt. Also ich bin gespannt, ob sie dabei bleibt. War recht lustig. Die hinteren, da habt ihr gesehen, das waren so die ältere Herren, die waren, they weren't amused, weil wir sind natürlich immer sehr laut. Ich bin nicht nur groß, sondern auch immer sehr laut. Aber hinter uns waren wirklich ein Haufen Frauen. Wir haben viel, viel, viel gelacht anschließend. Aber wie gesagt, sie ist dabei geblieben. Und ein Filmchen dazu, was sie gemacht hat, gibt es. Ich habe es hier auch liegen. Es war ehrlich sowas. Naja. Wir sind dann auf Amrum angekommen. Ich habe eben gesagt, ich habe mich getäuscht, was das Wetter anging. Bild 1 bitte. Und so sah es aus, wie wir auf Amrum angekommen sind. Die Luft war, es war unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich. Da sind noch einige Bilder von, wo wir angekommen sind. Das ist diesen Fährhafen, da hat dieser Fähre angelegt. Ich hatte also mehr ist mehr sehen und riechen und mehr fühlen. Also ich habe Heimweh nach der Küste. Wie gesagt, ich bin in England, nächste Bild bitte. Ich bin in England ja geboren, mein Vater war eine Marine, also könnt ihr euch vorstellen, wo wir immer gelebt haben. Kannst du wegmachen? Natürlich ist Amrum auch ein Touristen, da waren, wenn man da ankam, waren überall Hochhäuser und so weiter und so fort. Aber es gab wirklich, ich komme mal gleich noch zu, wenn man ein bisschen, wir wollten mit dem Taxi fahren. Keine Chance. Null. Nee, sagt, in 3 Stunden kann ich euch abholen. Sagt, nee. Da wollen wir eigentlich schon wieder weg oder müssen dann schon wieder weg, fast. Es gibt ich glaube 2 Taxen und ein Taxiunternehmen oder 2 Taxen und ein Unternehmen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gab es kein Taxi. Wir haben schon ein Taxi bestellt für die Zurückfahrt, damit wir unseren Fähre zurückbekommen. Das Problem war, wir mussten Bus, was heißt kein Problem, Busfahren ist gut, es ist, ne? Aber Marina, so wie ich, wird es übelig im Bus. Vor allem, wenn an jede Haltestelle angehalten wird. Ich war froh, wie wir aussteigen konnten. Gott sei Dank sind wir heile angekommen. Wir brauchten keine Tüte. Anke, bei mir steht, also ich habe gesehen, dass die 1,2 Millionen Gäste haben pro Jahr. Habe ich bei Wikipedia geguckt. Höchstwahrscheinlich weißt du das besser als ich. Auf jeden Fall, wir sind beim Stricktreff angekommen. Wir hatten es geschafft. Und das war ein nettes Hotel. Leider war der Stricktreff oder Strickurlaubtreff, wo man alle sah, war sehr dunkel, sehr klein. Es war herrliches Wetter. Ich hätte es mir gewünscht, dass es ein bisschen heller gewesen wäre, weil ich glaube, auch die Damen hatten Schwierigkeiten. Bild 1 bitte. Wie es jetzt aussieht, sieht es aus, als ob es richtig, richtig, richtig hell ist. Ist es nicht. Das ist mein Blitz. Es war wirklich tatsächlich nur diese kleinen Stehlampen, die überall waren. Ich empfand es als sehr, sehr dunkel. Aber im Großen, falls du da bist, liebe Andrea, ne, also wir haben wirklich liebe Menschen dort gesehen. Und Übernachtung, hast du recht, Anke, das sind 1,2 okay, Übernachtung. Danke, danke. Siehst du, habe ich falsch gelesen. Auf jeden Fall diese ganze Truppe, es war eine ganz tolle Truppe. Bild 2 bitte. Und die waren alle fleißig. Da sind die Dame in Orange.
das ist, da waren wir auch mal zum Stricktreff in Nienburg. Die Dame neben ihr und die direkt, beide Damen neben ihr, neben diese Dame in Orange, ich nenne bewusst keine Namen, die wollten eigentlich mit uns nach England fahren, weil ich glaube, beide haben englische Wurzeln. Okay, dann Bild, den nächsten Bild. So könnt ihr sehen, das waren wirklich die einzigsten Fenster. Alle waren fleißig am Stricken. Wir haben geschnackt und ein bisschen fachgesimpelt, heißt das so. Und wir sind dann alle zusammen, oder die meisten sind dann zusammen nach Nebel. Nicht ins Nebel, nach Nebel gefahren. Und zwar, wir wollten die liebe Claudia besuchen in Lettje, nee, Lettje, wie heißt das? Lettje. L-E-T-J, Lettje Spinriss. Und das ist die liebe Claudia. Sie hat vor 6, 7, 8 Wochen einen Wollladen dort aufgemacht. Ich glaube, sie hatte vorher auch, aber das hat sie jetzt ein richtiges Geschäft. Ich glaube, so wie ich weiß nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass sie bei uns ist. Ich glaube, sie schaut sogar zu. Und zwar... A ist dieser kleine Ort Nebel so schön, wirklich. Also das ist für mich, da würde ich übernachten wollen, wenn wir da hinfahren. Was? Welches Bild? Ach, das brauche ich nicht. Das war nur, wo wir gegessen haben. Ich habe ein Bild vergessen, sagt er. Oh, einmal mit Profis. Never mind. Wir haben nämlich Fisch da gegessen im Hotel. War auch sehr lecker. Also. Jetzt zeigen wir euch diesen kleinen, aber ganz, ganz fein. Da sieht sie, da ist sie, die liebe Claudia Hönig ist die Inhaberin von Lettje Spinriss. Aber ich glaube, wenn ihr seht, was das für ein Laden ist, werdet ihr da wissen, warum es so heißt. So, Bild 1. Das ist... aus einem schwarzen Brett, finde ich. Oh, genial. Es ist, wie gesagt, es ist nicht riesengroß, aber so herzallerliebst. Also wer auf Amrum Urlaub macht oder traumhaft. Und was mir ganz gut gefällt, ist das recht nächste Bild, bitte. Das gefällt mir auch gut. Ein richtig, also ein bestrickter Postkasten. Super, super. Claudia, ich war wirklich vom Herzen wirklich begeistert von deinem tollen Laden. So, nächstes Bild. Dann hat die liebe Claudia uns auch Fotos geschickt, weil ich konnte nicht so fotografieren, weil da wirklich so viele Menschen drin waren. Und sie hat für uns fotografiert oder für euch fotografiert. Diesen Spinnrad ist auch absolut der Hammer. Und sie hat auch einiges von Garn von uns, sehr viel von den West Yorkshire Spinners und auch einiges von Novita und nordische Garne. Weiter. Das ist King Cole. Ich sagte auch, eine süße Sitzecke. Und die Anleitung, dieses Weiße, was ihr da seht, das ist eine Anleitung von den West Yorkshire Spinners. Da sind wir gerade dabei, das zu übersetzen. Also es gibt so viele schöne Anleitungen, aber diese hatte ich tatsächlich noch nicht im Blick. Und dann hatte die liebe Claudia das da angestrickt und gesagt, das müssen wir auch machen. Das gibt es in Deutsch. Auch für alle Fachhändler, die interessiert sind, bitte meldet euch. Wir stellen euch auch gerne vor. Und wenn ihr was habt, was wir erzählen sollen, wie gesagt, sprecht mit uns. Die liebe Claudia... Nächste Bild. Mhm. Die liebe Claudia ist, glaube ich, ich weiß nicht, sie hat, es kommt ein kleines Filmchen gleich vor euch und dann erzählt sie auch ein bisschen, wie gesagt, nichts Professionelles an Filmen, was ich jetzt gemacht habe, aber ich denke, das gefällt euch trotzdem. Nächstes. Wie gesagt, noch sehr, sehr offen und sehr, wir haben auch über diskutiert oder gesprochen. Sie hat gesagt, da kommen noch Bilder und noch an diese eine große Wand kommt noch vielleicht eine Wand, wo Stränge hängen und so weiter und so fort. Wenn wir das nächste Mal da sind, dann werden wir gucken, was sich verändert hat.
Unser Retreat, da zeige ich euch auch gleich, habe ich hier auch. Und dann das nächste. Jetzt kommt das Filmchen. Ich glaube, das dauert ungefähr 6 Minuten. Ich weiß es gar nicht, roundabout 6 Minuten. Und da könnt ihr sehen, was ein Trubel da war, wie wir dahin gekommen sind mit unserer oder diese liebe Strickdame. So, ihr Lieben, hier wird jetzt gerade gesponnen. Vielleicht, wir sind hier nämlich auf Amrum, vielleicht stellst du dich mal selber vor. Ich bin Kleiner Martin Hönig und ich habe vor 6 Wochen diesen kleinen Laden eröffnet. Hier gibt es ganz viel englische und norwegische Wolle und handgesponnen. Ich sehe das gerade. Ich habe sie auch nämlich gesagt, spinnst du selber meine Spinnen mit Wolle? Und ich spinne nicht mit Wolle, aber ich spinne. Aber das finde ich so beruhigend. Also, das ist sehr beruhigend. Das ist eigentlich wie meditieren fast. Ja, aber bei dir kommt es immer so schön raus. Also, und wie gleichmäßig. Wie lange hast du schon? Wie lange? 20 Jahre. 20 Jahre. Und für 100 Gramm, sag uns, wie lange? Wie viel? Zwischen 5 und 6 Stunden etwa. Dann ist ein Strumpf fertig. Wahnsinn. Richtig klasse. Und das ist, ich komme einmal ein bisschen näher, und das ist das, was du jetzt da verspinnst. Das ist Merino-Wolle im grün gefärbt. Und das wird so ein richtiges Kuschelgarn dann, wenn es fertig ist. Und DK Weight wird das, wenn es fertig verdreht ist. Dann. Klasse. Und was für ein Spinnrad ist das? Das ist ein Ashford Elizabeth als Sonderedition mit einem besonders großen Schwungrad. Wollte ich gerade sagen, die Spinnräder kenne ich, aber mit so einem riesen großen Rad, das ist echt Donnerschlag. Das bauen die nur einmal im Jahr als Limited Edition und da muss man sich drauf bewerben, um das zu bekommen. Bekommen. Ja. Wow. Und ich hatte Glück. Hattest Glück. Darf ich fragen, was so ein Spinnrad kostet? 1.200 Euro. Hält aber ein Leben lang, denke ich mir. Hast du mehrere? Ja, ich wollte das gerade sind Herdentiere. Ja, es sind Herdentiere, das finde ich auch sehr, sehr schön. Super. Und dein kleinen Laden war immer dein Wunsch? Ja, schon seit. Ich sag klein, es ist ein richtig tolles, kuscheliges. Und was ich an Wollgeschäft, ich drehe einmal, wenn ich darf. Wer nicht möchte auf die Kamera, ne? Also ich drehe einmal, weil das wird bei YouTube hochgeladen. Ja, darf ich? Also wir haben nämlich diesen Strickurlauberclub, darf ich das sagen? Die liebe Gabi hat das organisiert. Und wir haben gesagt, wir würden gerne hier auf jeden Fall zu Claudia hinkommen. Und die Damen haben spontan auch gesagt, ja, wir kommen mit. Also ein uriger. Wo wir jetzt sind, wo sind wir? Im Nebel. Im Nebel? Leute, das ist in, so. Im Nebel. Wir sind im Nebel. Ich bin Engländerin. Also, in ist richtig, aber das habe ich mir abgewöhnt. Ich weiß, man sollte immer noch dazulernen, aber wenn, dann würden von einem Satz von mir 3 Leute mich korrigieren. Also. Da, weil alles falsch ist, was ich meistens sage. Wir haben hier schon jemanden, die hat schon was ergattert. Ja, das reserviert. Das ist ein richtig tolles Garn. Und was ist das? Claudia, kannst du mir das sagen? Das ist Wolle aus Norwegen. Das ist Wolle aus Norwegen. Das wollen wir nicht. So, Entschuldigung, nochmal. Nochmal. Aus Gotland. Aus Gotland. Ja. Die nordische Wollen sind auch wirklich. Ja. Wir haben ja Wolle aus Finnland auch. Oder ob es Dänemark ist, ob es Schweden ist. Die Garne sind da einfach. Habe ich mir gerade als Tester bei euch gehabt. Ja, ja, genau. Habe ich gesehen. Ich habe das in meinem Blick. Aha. Das sieht auch und ich war schon mal auf Gotland. Als 17-Jährige. Und da habe ich sofort. Das ist ja noch nicht lange her. So ein paar Jahre erst. Ne? Also, das ist. Ich finde, ich gehe einmal hier gerade rum. Hier haben wir auch, was für traumhafte Farben. Da habe ich schon was gemacht. Guck mal, dieses Rosa, das ist was für Nicola hier. Richtig, das hier, ne, das ist eine Cotton Soft. Das habe ich mir jetzt reserviert. Ne? Ja, ja. Das ist wirklich
Krottensoft, also viele Stricken mit, es gibt ja etliche Firmen mit Baumwolle. Und da sage ich auch nicht, dass das alles, aber die Krottensoft ist wirklich bei uns auch eine der bestverkaufte Garne von King Cole. Meins. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Dunkelblau Uni dazu. Ja, hier ist es wirklich sehr, sehr schöne verschiedene Garne hier, auch eine richtig tolle kleine Sitzecke. Eine kleine Sitzecke. Und da ist sie auch, boah, ist ein bisschen wirrwarr hier, aber ich, wow. Das ist das, wo wir momentan auch mit häkeln. Und hier stricken. Oh, das ist natürlich traumhaft schön. Und das ist die Anleitung dazu. Und ich gehe von aus, dass es die West Yorkshire Spinners ist. Genau. Warte, ich suche. So. Das ist West Yorkshire Spinners, The Perfect Retreat. Und das ist so Home Essentials da drin. Einfach nur wow. Auch Essentials, die man haben muss, wenn man viele Tücher und Schals und es wird ja kalt, muss man auch sagen. Und da ist ja noch ein Spinnrad. Klasse. Unsere Bianca möchte ganz gerne auch spinnen. Sie hat sich tatsächlich ein Spinnrad besorgt und ist aber leider noch nicht dazu gekommen, das auch zu benutzen. Auch, was für ein schöner Verlauf, oder? Richtig, richtig, richtig klasse. Super. So, wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden und freuen uns richtig, richtig. Und da wisst ihr, was ich meine. Also die Claudia, muss ich auch sagen, eine Woll- und Spinnbegeisterte, lustige, bodenständig, kann ich das sagen, Claudia, ich will nicht sagen, bist eine tolle Frau, muss ich wirklich sagen, wir haben uns, Marina und ich haben uns dort richtig, bei dir richtig, richtig wohl gefühlt. Wir sind anschließend mit Claudia und ihre Freundin, weil es tut mir schrecklich leid, Claudia, schreib mal, wie deine Freundin hieß, die in Husum wohnt und ich komme nicht auf den Namen, es tut mir so, so leid. Ich bin nicht so oberflächlich, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Und Marina wusste es auch nicht mehr. Sorry. Auf jeden Fall. Claudia wird das vielleicht, weiß nicht, wenn wir nochmal live mit ihr gehen. Ihr Mann ist verwandt mit Haag Olofs. Ich glaube, bin ich da richtig? Ich glaube tatsächlich Haag Olofs. 1708 geboren, 1754 gestorben und als sehr reicher Mann zurückgekommen. Und ist das der, der tatsächlich seinen Schatz oder sein Vermögen irgendwo versteckt hat? Barbara, danke schön, liebe Claudia. Barbara. Oh, wie schrecklich. Also ich finde das ganz schlimm, wenn Namen vergessen werden. Die liebe Barbara war auch da und kam extra aus Husum, um an den Tag auch dabei zu sein. Genau, Claudia schreibt gerade, ihr Mann ist verwandt mit Haag Olofs. Ich werde euch anschließen, ich habe natürlich das auch ein bisschen alles recherchiert, aber ich kann das nicht alles erzählen, was hat der erlebt. Ich verlinke euch, also schaut einfach schaut einfach bei Wikipedia vorbei und gebt Haag Olofs ein. Donnerschlag. Also, Claudia, was war das für ein Verwandter? Es muss dann, vielleicht kannst du uns das gerade schreiben, was für ein Verwandter, wie der Verwandtschaftsgrad ist. Ich habe eben schon erwähnt, Nebel ist ein wunderschönes kleines Örtchen mit, was ist, da sind Kunstateliers und Töpferateliers. Machst du irgendwas, was ich nicht sehe? Mhm. Okay. Auf jeden Fall Cornelia Grabe, Keramik. Ich halte das einmal hin. Ich mache es nicht, wenn ich so weit weg muss.
Ich verlinke euch auf jeden Fall mit alles, was ich hier habe. Und die liebe Claudia gab mir einen Flyer, Strandschmiede, Inselschmuck, Unikatschmuck, Trauringe und so weiter und so fort. Ich verlinke es euch, damit ihr einfach schaut, was da kann ich Urlaub machen, wirklich Urlaub machen. Da war so viel zu sehen. Wir haben dann Kaffee und Kuchen getrunken. Bild 1. Oh, passt ja nicht auf. Nee, ich mache schon was anderes, was du noch spontan überlegt hast. Okay, Friesenkaffee waren wir drin. 1765, ich weiß es nicht, ob es die 65 war, aber oder 85 roundabout. Das war sehr, sehr, sehr urig da drin, muss ich ehrlich sagen. Und der Kuchen, mein Gott, auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. Claudia schreibt gerade, genau weiß mein Mann auch nicht, aber das Haus vom Haag Olufs ist noch in unserem Familienbesitz. Donnerschlag, also das ist, habt ihr noch nicht gesucht, Claudia? Zweite Bild bitte. Da waren, ich habe wie gesagt, das war proppevoll. Ich konnte nicht so viele Fotos machen. Aber da die Sprüche, die an der Wand waren, und es war wert, einfach hinzugehen. Wirklich richtig, richtig toll. Und es war voll. Richtig voll. Und da habe ich einen richtig Friesentee getrunken. Es war auch ein Darjeeling. Da habe ich, kannst du wegmachen wieder? Jörg? Okay. Das nächste scharf gestaltet. Auf jeden Fall, ich gebe dir gleich, sag mal Stopp. Frechdachs. Auf jeden Fall, ich habe da gelernt, man nimmt ja dicke Klündchen Candis, ne, in den heißen Tee. Und dann macht man Milch rein, dass es wolkig ist. Sag ich, das ist nicht wolkig, sag ich, brauchst du gar nichts reinmachen, schütt da mal richtig was rein, dass es milchig ist. Aber das macht man da nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Das Schatz ist bis heute verschollen. Marina hat gesagt, guck auf den Friedhof. Wenn sie das wäre, würde sie auf den Friedhof, oder in eine Kirche oder um eine Kirche. Wenn du es findest, ne, wir haben Finderlohn. Aber naja, wer weiß. Wer weiß, wo es ist, und wer weiß, derjenige, der es findet, braucht es dann vielleicht auch. Nächstes Bild. Ich habe, wie gesagt, einige Bilder dann geschossen. Das fand ich so klasse. Atelier Driftwood. Also das ist so Strandholz, was so angeschwemmt wird. Wir sind leider nicht reingegangen. Es war alles zu. Ich wäre auch gerne in den Keramikgeschäft reingegangen und. Aber wie gesagt, das ist nicht das letzte Mal, dass ich zumindest auf Amrum war. Ich bin absolut begeistert. Die Abreise war, wir sind dann mit dem Taxi gefahren. Nächstes Bild. Die Abreise war tatsächlich ein wenig rührend. Wir kommen da an, es hat ja nicht geregnet, wir hatten traumhaftes Wetter dort und sind dann zur Fähre gefahren, sind noch ein bisschen spazieren gegangen, und wie wir da in diesen Hafen reingegangen sind, kam plötzlich ein Regenbogen. Und wir sagen, am Ende der Regenbogen ist bis man zu Hause, oder ist der Goldschatz. Also ich für mich kann sagen, auf Amrum könnte ich leben. Wirklich, also so wunderschön. Es gibt in diesem Ort einen Friedhof. Da gibt es, kannst du das Bild wieder wegmachen? Danke. Da gibt es Flüstersteine. Ich glaube, da halte ich kein Bild von, ne? Bilder habe ich, aber die haben wir nicht eingefügt. Auf jeden Fall, in Nebel gibt es Flüstersteine. Und zwar, das sind die sprechende Steine im Grunde genommen, die sprechende Steine von Amrum. Wenn ihr guckt bei monumente.de und gibt ein Flüstersteine von Amrum, da bekommt ihr das Wissen. Da war ich auch absolut begeistert. Das sind Grabsteine, die waren kaum noch lesbar und total verwittert, und die wurden von den Kirchengemeinde von St. Clemens gerettet.
Und Marina sagte, da waren so Einscannen zum Scannen. Und da konnte, da gab's Info dazu, dass diese Grabsteine, das sind von Kapitäne, Walfänger und dessen Familien von vor über 300 Jahren. Und unter anderem ist von Haak Olufs auch der Rede davon. Auf jeden Fall ist es wert, da mal hinzugehen und zu schauen, was da für Geschichten auch tatsächlich sind. Richtig, richtig klasse. Ich war absolut begeistert. Wir waren um 1 Uhr nachts zu Hause, so K.O. Wir waren wirklich K.O. und das war ja der Sonntag letztendlich. Es war gar nicht der Sonntag, das war Samstagabend, sind wir zurückgefahren und Sonntag hatten wir unser Kickoff, unsere Wohlhausmesse. Ich war kaputt. Aber es hat riesig Spaß gemacht und wirklich danke, danke an alle, die dafür, gerade Claudia und auch den Strickurlauberin, diesen Cafés, wo wir waren. Husum war auch absolut sehenswert. Ich kann es wirklich, wirklich empfehlen. Das war meine Geschichte über Amrum. Und wenn ihr wollt, erzähle ich euch noch ein bisschen, was ich jetzt auf der Nadel habe. Ein paar Neuheiten im Shop. Und wisst ihr was? Wir müssen ja gleich noch eine Verlosung machen. Liebe Tina, danke schön. Das hier hat die meine liebe Bianca für mich gehäkelt. Das ist ein Tutorial auch hier bei unserem YouTube-Kanal. Bianca hat für mich 10, ich muss gerade hier, ich muss alles richtig noch. Bianca hat hierfür 10 Stück gebraucht. Sie hat nochmal das gleiche für sich gemacht. Da hat sie 8 gebraucht. Und in den Film, in der Infobox von diesem Tutorial, da steht drin, wie Pi mal Daumen, wie viel ihr braucht. Und zwar, das ist die Autumn von King Cole. Ihr könnt es noch bestellen. Es kommt aber, ich denke, erst nächste Woche, Ende nächste Woche vielleicht. Jörg, hat King Cole schon losgeschickt? Ich weiß es gar nicht. Es waren, ja, du warst ja nicht da, Jörg, mein Göttergatte war eine Woche krank und hat immer noch Schmerzen im Nacken. Auf jeden Fall, ihr könnt es bestellen, es dauert nur ein bisschen, bis es bei euch ist. Das ist das neue Tutorial, das lade ich anschließend hoch. Das ist die Büschelmasche-Anleitung. Die Claudetta Crochet hat es gemacht von hier, von unten. Und die Bianca hat es gemacht von oben. Tolle, zwei verschiedene Anleitungen. Die Büschelmasche gibt es schon seit 100 Millionen, Milliarden Jahren. Aber Bianca hat auch das verfilmt für uns aus die gleiche Wolle wie für den Pullover. Ich finde es ist richtig kuschelig. Ich habe nichts unten drunter und mir ist wirklich, es ist ein traumhaft weiches Garn. Ist mit, wolltest du sehen? Soll ich sie zeigen? Ich habe nur ein BH drunter. Mhm. Wir hatten dieses Thema, ne, dass Bianca größere Brüste hat als ich. Hab gesagt, und da habe ich letztes Mal gesagt, nein, die sind nicht größer. Meine besuchen nur meinen Bauchnabel regelmäßig. Ah ja, auf jeden Fall, ich finde diesen Pullover richtig, richtig klasse. Bianca hat es auch in Timeless gemacht, auch in Chunky. Mehr dazu auf jeden Fall, aber diesen Tutorial ist auch auf jeden Fall schon online. Was habe ich noch? Das müsste vielleicht mein Mann, ich weiß nicht, ob du schon verlinken kannst. Ich habe dieses hier. Herr Sieger, kannst du das verlinken? Kannst du den Link dafür suchen? Ja, genau. Wir haben neue Stricknadelsets, aber was ganz, ganz Besonderes. Da ist auch Wolle drin. Diese Wolle kommt bei uns auch in den Shop rein, ist noch nicht, eigentlich durfte ich es noch nicht zeigen, aber es haben so viele Leute schon gefragt. Ich zeige euch, ich zeige euch das mal. Ich zeige euch. Anderen. Und zwar, wir haben es für euch verlinkt. So, so sieht es aus. Marina sagt, mein Gott, das ist für Frühling und Sommer. Sage ich nein, das sind schlaue Verkäufer. Das ist für Weihnachten, für die Mamas, für die Ehefrauen, für die Großmütter, Tanten und was weiß ich. Warte, ich nehme das hier mal gerade weg, dann können wir es einmal drehen. Vielleicht kann Jörg einmal die Kamera drehen. Die gehören da nicht hin. So,
Pass auf. Und zwar, das ist ein Set. Guck mal, ich habe da schon rumgerakelt, habe ich schon probiert. Das ist ein Set mit Sockenstricknadel in der Länge 15 und Stricknadel, Schraubbare, die Sets, die es immer gibt, die Schraubbaren. Und zwar, das ist von Nadelstärke, ich schaue selber auch noch mal gerade gucken. Nadelstärke 3,5, also 3,5 bis Nadelstärke 7. Und das gleiche ist Nadelstärke für die Socken, ist, das müsste irgendwo stehen. Hier ist es bling bling. Nadelstärke 2,5 bis Nadelstärke, ich glaube, 4. Bis Nadelstärke 4. Das sind natürlich auch für pastellige, da sind die Herzen natürlich offen. Wie, oh, und ich habe viele schon. Aber, und da sind auch die Seile drin. Und das sind tatsächlich diese Swivels, also die beweglichen. Dann sind die Accessoires da drin, wie Maschenmarkierer und so weiter und so fort. Das ist im Grunde genommen das kleine Täschchen dazu. Ist das nicht schick, Katrin? Einige hatten schon gesagt, Nicola, zeig es bitte heute. Da gibt es ja diese kleinen Pouch dazu, also diese Seite. Und dann, was es wirklich ausmacht, da gibt es selbst handgefärbte Sockenwolle und drei kleine noch dazu. Und das ist, finde ich, so absolut wunderbar. Die Wolle ist so weich. Ich muss, ihr siehst, das muss ich jetzt behalten, es ist auseinandergefallen. Ne? Das ist so weich. Das sind handgefärbte Garne. Und was schön ist, es ist nicht nur eine Tasche, es kann, ist auch eine richtige schöne Tasche mit einer ganz langen Schlaufe da drin. Wie gesagt, Jörg hat das für euch verlinkt. Es ist limitiert. Also wir haben einige wirklich gekauft, aber, nee, da gehört hier nicht hin. Einige gekauft, aber wenn alle, dann alle. Falls ihr also ein Geschenk braucht für Mutter, Vater, Tochter, Kind. Es ist wunderschön. Es ist auch richtig, richtig weich. Nun, ich habe die, kannst du Bild drehen bitte wieder? Ich habe die Joy of, oh, falsch rum. Ich habe die Joy of Knitting auch. Das ist ja mit, das sind Holznadel. Und ich habe mit Bianca auch schon ganz, ganz, ganz oft gesprochen. Also Stricknadel, es ist auch ein Verbrauchsmaterial. Und für egal, manches strickt man besser lieber mit Holz. Das sind die Cubics. Ich halte sie hier hin. Du brauchst nicht drehen. Da halte ich hier hin. Das ist The Joy of Knitting mit den Cubics. Brauche ich genauso, brauche ich auch oft. Aber manches mag ich lieber auf ein Zingnadel, auf ein Stahlnadel. Also das ist aber, das ist Muttis. Das ist echt Muttis. Aber muss ich erst meinen Mann fragen, ob ich es kaufen darf. Lacht schon. Was es auch neu gibt, kannst du drehen? Was es auch neu gibt, ich glaube, das ist auch schon im Shop, doch, ist im Shop schon drin, die neue Burda. Vielleicht findet Jörg da auch den Link dazu. Birgit, ja, kannst du auch gewickelt bekommen. Zum Ja kannst du auch. Also wenn, dann müsstest du, wenn du das gewickelt haben möchtest, dann müsstest du das in die Benachrichtigung bei einer Bestellung auch machen. Ne? Bestellen. Ja, bestellen, natürlich. Ja, du musst das Wickeln bestellen, genau. Wir haben einen Wickelservice, das musst du mitbestellen. Nein, bis nicht zu spät, außerdem bleibt es ja. Also die Videos gehen ja nicht weg. Auf jeden Fall gibt es eine neue Burda und zwar mit ganz viele Vereil-Pullover auch drin. Den Burda-Style mag ich auch wirklich auch von den Haptik. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich habe auch kein Problem zu sagen, dass es, ne, also Rowan, wenn ihr über, ne, wenn ihr was vorstellt, könnt ihr auch gerne die West Yorkshire Spinners vorstellen. Wir haben kein Problem damit.
so schöne, schöne Herrenstrickjacke, Frauenstrickjacken, Pullover. Es ist auch mit Langjans, mit Lana Grossa, die nenne ich nicht, aber die gibt es nun mal. Ich mag nicht, wenn so viel Plastik verschickt wird. Und das sage ich immer, immer wieder. Vielleicht haben sie nette Wolle, aber es wird fast ausschließlich in Plastik verschickt und das mag ich nicht. Das ist ein Grund, wäre für mich ein Grund, nicht zu kaufen. So, Marina wünscht sich diese Strickjacke. Die sagt, sie ist auch schön. Sag ich, Marina, du weißt schon, dass wir viele andere Sachen auch machen. Diese Bubbelanleitung, die Frau Steinbach, Tanja Steinbach hat auch diese Art schon gemacht. Jutta Bücker, das ist unser Blue In, hat sie auch gerade diesen Muster gemacht vor 5 Jahren. Traumhaft schön, oder? Richtig, richtig schön. Und jetzt kommt das, was ich sehr gerne mag. Momentan mache ich ja ein Fair Isle für Arme, sage ich mal, mit einem Verlaufsgarn und nur eine Farbe. Wir machen ja unser Winter-Weihnachtspullover, wird auch verfilmt. Ich habe leider nicht so viel geschafft, wie ich dieses Wochenende schaffen wollte, aber nichtsdestotrotz, das kommt. Ich zeige auch nichts, bevor ich wirklich die Wolle dafür da habe. Und wir warten auch auf West Yorkshire Spinners wieder und auf King Cole. Auf jeden Fall diese drei. Ist das nicht schick? Das ist auch Rico Design, Rowan, We Are Knitters. Und natürlich, deshalb zeige ich es auch, ist unsere Novita. Und das ist mit Icelandic Wool. Und ich bin so begeistert. Das sind so kleine Eichhörnchen. Ich muss ein bisschen drehen. Genau, so könnt ihr ganz gut sehen, ne? Das sind richtig, richtig, richtig tolle, also ein toller Pullover, Fair Isle Pullover und auch gar nicht so schlimm. Es hat nicht so viele Maschen, wo man was mit einweben muss. Und das ist, was ich definitiv machen werde. Das ist auch die Icelandic Wolle von Novita. Von Sisko Selkepivi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das finde ich richtig, richtig klasse. Momentan bin ich auch auf einen Fliedertrip oder einen lila Fliedertrip und das finde ich so wunderschön. Diese Gummistiefel, das ist auch so meins. Die sind von Hunter. Aber ich komme schlecht in Gummistiefel rein mit meinen Kartoffeln. Pastellig. Das kriegt Marina momentan gerade gestrickt. Das strickt nämlich die liebe Biggie für sie. Auch das finde ich wunderschön. Auch wie gesagt, ich habe kein Problem. Andere Hersteller haben auch richtig, richtig tolle Garne. Wir sind anders. Wir haben unsere Garne. Ich finde es immer schlimm, wenn man sagt, nee, die bewerbe ich nicht. Leider dürfen wir weder bei Tanja Steinbach in eine Gruppe oder wird immer gelöscht, noch bei anderen, wo andere Wollhersteller sind. Ist schade. Bei uns in Wohlhaus Stricken, Häkeln und mehr ist es aber auch tatsächlich, da haben wir gerne, wenn ihr nur, ihr könnt alles zeigen, wir haben gerne, wenn ihr nur Fremdgarn schreibt. Skandinavische Maschen. Wie gesagt, da sind richtig, richtig tolle Pullover drin. Hier, richtig klasse. Super übrigens mit uns, das ist von Lana Grossa, aber richtig toll auch zu stricken mit unseren Tuli. Das ist die neue Burda. Genau, das ist richtig, Sandra. Nadeln sind vom zu verarbeitenden Material abhängig. Zing sind klasse, aber Seide stricke ich lieber auf Holz. Ganz genau, das ist wirklich auch mein bei den dünneren Garn, auch den Lace stricke ich auch lieber auf Holz, weil es ist nicht so rutschig. Und Lace kann man schnell auch was verlieren. Ich habe hier die neueste Shade Collection von den West Yorkshire Spinners hier gerade liegen. Würde ich auch, wenn ihr Lust habt, würde ich euch das auch zeigen. Wie gesagt, die Burda ist gar nicht zum Runterladen, Jörg. Ne? Burda macht nur. Burda macht tatsächlich nur in Print. Und wenn alle, dann alle. Wir kaufen viele, viele ein. Aber wenn alle, dann leider, leider alle. Hier könnt ihr sehen, das sind die
Crofts. Irgendein Licht blendet. Ich weiß nur nicht, welche, wie ich es am besten halt von oben. Ja. Ist nicht schlimm. Ich halte es ein bisschen. Ich glaube, so mache ich es. Nee, da, so ist gut, oder? Das sind die Croft-Farben. Die Croft, das ist Croft Aran. Richtig, richtig tolle Farben. Ja, okay. Ah, so ist noch besser, das stimmt. Ja. Das ist die Croft Aran. Die Croft Aran, das ist 100% Shetland-Wolle. Das sind 8 Maschen, Maschenprobe, sind 18 Maschen und 24 Reihen, Nadelstärke 5. Also ich stricke es zum Beispiel zwischen 6 und 6,5. 30 Grad waschbar, aber bei Wollwaschgang, wirklich Wollwaschgang. Und das Schöne an die Croft, ich drehe mal noch einen weiter, die gibt es auch in Tweed. Ich muss ein bisschen weggehen, oder? Ja, ist so ist gut. Also, ne? Also das ist in, gibt es in alle Tweed-Farben und den passenden Unis dazu gibt es dann auch in die Croft. Das sind 100 Gramm Stränge. Dann gibt es die Croft in Decay. Auch richtig, richtig tolle Farben. Wir haben hier neue Farben, so richtig kreidige Farben. Und auch passend dazu gibt es auch die Tweedige. Decay ist mit Nadelstärke 4, auch 30 Grad Wollwaschgang und natürlich auch 100% Shetland-Wolle. Und das sind auch auf, tatsächlich auf Stränge. Und hier habe ich, hier könnt ihr die Wild Shetland, hier habe ich die Wild Shetland. Das sind in Grautöne, in Blau, in Grün und in so einem Rottön. In diesen Rot habe ich für meinen Sohn einen ganz tollen Pullover gestrickt. Und da halte ich es euch einmal hin. So sieht es aus. Das ist das Grauton. Das ist dieses. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit das, was ich euch zeige. Dann gibt es die Retreat. Das ist auch ein ganz tolles Filzgarn. Ich glaube, die Kamera wird wieder unscharf. Liegt das an mir, Jörg? Weiß ich auch nicht. Okay, das ist auf jeden Fall die Retreat. Das ist ein Retreat Chunky Roving. Roving, das Filz, das ist ja ein Filzgarn. Da haben wir zum Beispiel, zeige ich euch gleich, mit der Super Chunky haben wir die Filzkörbe auch gemacht. Das sind die Farben von Super Chunky. Und das ist das, was Marina gehäkelt hat auf der Fähre. Und hier habe ich die Originalfarben tatsächlich. Das ist, ich denke, dass das Bild ist nicht so, wie das ist nämlich ein Petrol. Dann haben wir ein ganz tolles Grau. Das Grau heißt Wisdom. Dieses Petrolige heißt Nourish. Dann habe ich die Retreat Super Chunky in Connect. Ich weiß nicht, vielleicht kann Jörg auch die, den Link auch einfügen. Dann habe ich den Super Retreat in Passion. Das ist auch ein richtig, richtig tolles Rot. Dann gibt es das in ein ganz dunkles Grün, ein richtig tolles Grün. Das ist Comet. Dann gibt es ein Braun, das heißt Imagine. Und dann habe ich hier, warte, dann habe ich hier Renew. Und das ist da, wo Marinas gehäkelte Mütze von kommt. Und zwar, es gibt nicht nur die Mütze, es gibt diesen Loop, das hatte ich schon mal gezeigt. Das sind 2 Knäuel. Für mich reicht es, das geht zweimal um meinen Hals. Ich finde es eine ganz tolle, tolle Anleitung. Passend dazu gibt es ja diese Mütze von Marina. Mhm. Kleinen Moment. Das sind die ganzen Farben, die könnt ihr da recht gut jetzt sehen. Für diese Mütze braucht ihr 1 und für diesen
Loop würdet ihr zwei brauchen. Ich weiß nicht, Jörg, sind die Anleitungen noch da zu sehen? Da sind ja neue Anleitungen. Hast du sie verlinkt bei den Retreat Super Chunky? Nee, leider nicht. Okay. Weil die Mütze und es gibt für gerade hierfür gibt es ganz, ganz tolle, es ist in Englisch, aber wir, ja genau, das sind die, ein Knäuel, ein Tag, ein Mütze. Und die gibt es auch in gehäkelt. Vielleicht kann Jörg das noch suchen. Es gibt die auch in gehäkelt in Rot. Das ist auch die gehäkelte, Entschuldigung, aber es gibt noch eine andere gehäkelt. Die Hügel nicht, die zeigen wir ein andermal. Du kannst einfach eingeben, die sind ziemlich neu auch. Ruby? Bitte? Ist das Ruby? Ruby, I think so. I think it's Ruby. That's right. Das ist die Ruby. Das ist Marinas. Das gibt es als Download in Englisch. Es ist ein kostenlos, Download in Englisch. Wir haben das jetzt, machen das als Film für euch. Das ist das, was Marina gehäkelt hat. Das ist nämlich von der, ich darf es auch verfilmen, Anna Nikiporowitsch hat es auch in Englisch verfilmt. Aber wir verfilmen es für euch auch in Deutsch. Eigentlich sollte es heute gemacht werden, aber ich denke auf jeden Fall, dass es morgen für euch da ist. Tolles Garn, super kuschelig und mein, okay Jörg, danke. Ihr könnt auch sehen, hier habe ich hab die Schritte schon alle fertig gemacht. Das ist, dann sage ich, ihr müsst 9 aufnehmen und zeige, wie diese 9 gemacht werden muss. Und wenn wir am Ende sind, zeige ich euch, wie es weitergeht. Dann habe ich das schon fertig. Dann habe ich hier schon gemacht, ne? Das ist der Schritt 1, das ist Schritt 2 und Schritt 3 habe ich leider in meinem Schlafzimmer, da liegt es in grün. Weil ich mache für von jede Mütze in eine Farbe, mache ich eine fertig. Und diese Sachen verkaufen wir zur Winterzeit für einen guten Zweck, für das Ronald McDonald Haus. Aber deshalb machen wir das auch. Aber wir brauchen sie für die Fotos sowieso. Und jetzt greife ich zu meinen, habe ich schon 100-mal gezeigt, aber ich greife da nochmal hin. Und übrigens, das sind die Filzkörbe. Das sind die Filzkörbe hier raus und da gibt es ja auch den Tutorial und hier haben wir sie auch. Das sind diese Lederaufhänger dazu, damit das ist richtig, richtig klasse. So, mein Weihnachtspullover Bratapfel. Ich denke, wie gesagt, ich werde den Rest stricken heute Abend und wenn ich eine Nachtschicht mache, das ist dann halt so. So, ich muss nämlich wissen, wie viel brauche ich noch, wie viel von den Grünen brauche ich noch für meinen Rückenteil, für das Rumpf, für der Rumpf, fürs Körper. So, das hier ist nämlich, das ist hier ist nämlich auch diesen Retreat, was wir euch gezeigt haben eben. Und das ist Riot, auch Riot Chunky. Und zwar, das ist die Farbe Apple Crumble. Und mein Weihnachtspullover wird heißt der Bratapfel, der Weihnachtsbratapfel, Xmas-Bratapfel oder was auch. Bratapfel, ja, aber das Wort davor weiß ich noch nicht. Und ich muss noch circa 40 cm für den Körper. Ich denke, ich werde für Rumpf, also für Körper, werde ich circa, ich weiß es nicht, 4 oder 5 brauchen und je eins für den Arm. Und wenn ich das habe, dann können wir die Sets für euch fertig machen. Es wird, ich weiß, ich habe letzte Woche versprochen, es tut mir schrecklich, schrecklich, schrecklich leid, haben wir nicht, habe ich nicht geschafft. Habe ich tatsächlich nicht geschafft, weil mein Göttergatter war ja wirklich die ganze Woche krank. Und somit mussten Marina und ich ein bisschen mehr machen. Ein bisschen. So, wie viele Zuschauer habe ich denn jetzt, Jörg? Habe ich bestimmt zu viel gesabbelt und ganz viele gegangen. 317, das ist ja, glaube ich, so viel hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Das freut uns wirklich ungemein. Wirklich, wirklich ungemein. So, oh, das ist ja schön. Freut mich, dass man Weihnachten bestellen kann. Schick, ja, danke, danke. Das, wie gesagt,
Sind wir gut zu euch? Weihnachtsgeschenke zeige ich euch und ihr braucht nur die Männer ganz zufällig zeigen. Oh, guck mal, das würde ich auch gerne haben, Schatz. So, jetzt geht es los. Ich hoffe, dass mein Göttergatte soweit ist mit unserer Verlosung. Wir verlosen ja, ich sage euch gleich Bescheid, ich habe ja von letzte Woche, Marina hat ja mit mir hier gesessen und sie hat ein Polunder angehabt, wo ich glaube 100 Milliarden Leute gefragt haben, bitte gibt es die Anleitung, ja, wird es geben. Und das habe ich mit Angora gestrickt, die ich tatsächlich schon ziemlich lange habe, mit einer Krone. Und ich habe noch ein ganz großes Stück, das man auf jeden Fall Mütze oder Handschuhe oder Loop und Handschuhe, ich weiß tatsächlich nicht, wie viel drauf ist. Auf jeden Fall reicht es definitiv für eine Mütze oder Handschuhe. Man müsste es tatsächlich abrebeln und wiegen. Aber das wollte ich nicht machen, weil die Krone sieht schon so, so, so schön aus. Und ich habe gesagt, wir verlosen es von alle Kommentare von Film Teil 2 von letzte Woche. Bin ich richtig, Jörg? Habe ich richtig gesagt, ne? Ja, ich hätte noch gefragt, aber dann habe ich den richtigen genommen. Hast du den richtigen genommen, weil da haben die Leute geschrieben, welche Lieblingsfarbe die haben, ne? Ja, glaube ich, so wie ich es gesehen habe. Ich okay, das ist unser YouTube Random Comment Picker. Hört man mich noch, wenn ich spreche? Ja. Okay. Auf jeden Fall, da können wir nichts dran ändern. Das pickt, also diese Random Picker sucht es auf jeden Fall raus. So. 144 eindeutige. 144 eindeutige Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ulrich Erdmann. Herzlichen Glückwunsch, Ulrich Erdmann. So. Ja, ich schreibe das auf. Ich weiß nicht, ob Ulrich Erdmann wirklich ein Herr Ulrich Erdmann ist oder ob es nur sein sein Account ist und Frau, Mutter, Tante das benutzt. Auf jeden Fall Ulrich Erdmann. Du hast gewonnen. Ulrich, falls du kannst wieder wegmachen, Jörg. Ich bin auf Sendung. Auf jeden Fall, Ulrich, falls du zuhörst, um diesen Gewinn zu bekommen, das ist der einzigste Weg, müsstest du zu team@woolhouse.de eine E-Mail schreiben, dass du Ulrich Erdmann bist und deine Adresse brauche ich bei team@woolhouse.de und dann geht das alles seinen Weg. Ich glaube, das war's für heute, oder? Ich habe noch nichts getrunken. Könnt ihr euch das vorstellen? Warte noch gerade. Tatsächlich ist es das noch nicht. Wir haben eine ganz große Aufruf, nein. Wir haben ab nächste Woche Samstag, haben wir jeden Samstag geöffnet von 10 bis 13 Uhr. Das wird auch noch woanders beworben, auch bei Instagram, auch bei FaceTime, unsere FaceTime-Gruppe. Facebook-Gruppe, FaceTime ist was ganz anderes. Unsere Facebook-Gruppe, Woolhouse Stricken, Häkel und mehr. Weißt du was? Wolltest du dich hier mal hinsetzen und reden? Ja, er macht hier so. Ja, ich gebe ihm später. Hör auf, bitte. Mensch. Unser Woolhouse Stricken, Häkeln und mehr Facebook-Gruppe. Da wird es kommen. Bei Instagram, so heißen wir genauso. Aber ich habe noch, also jeden Samstag, wir freuen uns 10 bis 13 Uhr. Ich habe noch was ganz Tolles. Wir hatten jetzt Samstag offen, da hatten wir auch ganz lieben Besuch. Und davor den Samstag, der erste Samstag im Monat, da hatten wir Besuch von der lieben Yogini with Yarn. Instagram, Yogini with Yarn. Ich weiß nicht, ob Jörg das verlinken kann oder aufschreiben kann, das weiß ich. Yogini with Yarn, auf jeden Fall.
Das ist da, wo ihr hingehen solltet und schauen. Das ist eine ganz, ganz tolle Bloggerin bei Instagram. Und bei Instagram und genau, und eine Facebook-Seite hat sie und einen YouTube-Kanal, einen richtig tollen YouTube-Kanal. Und das ist diejenige oder der da müsst ihr hin, wenn ihr an unseren nächsten Verlosung teilnehmen wollt. Und zwar, genau das ist sie, und zwar nächste, wow, meine Beine kriege ich nicht so hin. Jörg, es hat nichts damit zu tun, dass man sie breit kriegt oder auseinander. Das ist der Schneidersitz. Auf jeden Fall hat sie einen ganz tollen Vlog gemacht, wo sie uns vorgestellt hat. Sie war bei uns bei YouTube. Richtig, richtig toll. Und wenn ihr an unseren nächsten Verlosung teilnehmen wollt, dann müsstet ihr dahin gehen, sie abonnieren, wäre super natürlich, sie abonnieren und unter ihren letzten YouTube-Video, wo sie uns vorgestellt hat, das seht ihr auch, das verlinke ich euch aber auch in den Infobox unten, da müsstet ihr hingehen, liebe Grüße von Woolhouse sagen und wie gesagt, gerne abonnieren, sie macht tolle, tolle Sachen. Und nächste Woche könnt ihr gewinnen, sechs Leute können das gewinnen. Und zwar für eine Mütze aus der Retreat Super Chunky. Sechs Leute können das gewinnen, ihr könnt es dann ausprobieren. Also geht zu unsere liebe Yogini with Jan, das ist die Paula, geht dahin, abonniert sie gerne, folgt sie auch gerne, aber bei YouTube, weil da sind nur die Kommentare, wo wir dran können, kommentiert, liebe Grüße von Woolhouse und da sehen wir uns dann nächste Woche Sonntag, um auszulosen, wer nächste Woche gewonnen hat. So. Das war's. Wie lange haben wir gemacht? 1,5 Stunden. Sind wir denn wahnsinnig? Ich habe jetzt Hunger. Warum ist Erik so schick? Weil wir essen gehen. Wir gehen essen? Schnell. Ja, schnell. Ich bin noch gar nicht, ich kann doch nicht so. Das ist mir zu warm zum Essen gehen. Wir gehen essen. Hat er einen Tisch? Ja, runde Teller. Das, weil er Pizza will. Weiß ich nicht. Die Kinder auch, oder was? Alle. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen gehen, ihr Lieben. Wir sind gar nicht eingeladen zum Essen. Wir haben eingeladen zum Essen. Ja. Jörgs Geburtstag, wir eingeladen zum Essen. So, und du kannst jetzt einmal bitte hier hinkommen. Nee, dort kannst du. Und Dankeschön sagen für alle Liebe. Ja, ich sehe scheiße aus. Das macht nichts. Nein, ich bin hier ganz... Nee. Danke. Ich habe echt manchmal ein Flo als Mann. Es war wunderschön mit euch. War klasse. Es hat, denke ich, ganz gut geklappt. Gerne in die Kommentare schreiben hier, ob es geklappt hat oder nicht. Ob alle Filme zu sehen waren, ob die Filme gut zu hören waren. Das wird... Oh, der macht das schon wieder. Da, hör auf damit! Das wird auf jeden Fall... Wir wollen uns immer... Ja, je mehr du das machst, umso länger ziehe ich es hin. Wir wollen es auf jeden Fall so versuchen, dass wir es immer wieder professioneller kriegen. Es war wunderschön mit euch. Ich muss gehen, der macht mich wahnsinnig. Tschüss, ihr Lieben.